Moin Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed 2 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter, wir müssen jetzt nochmal zur Villa zurück, mit Onkel Mario sprechen wahrscheinlich, wegen der Seiten, wegen der Codex-Seiten, nehme ich mal an. Kommen wir nicht hier noch von der anderen Seite rein, in die Stadt? Nö, sieht nicht so aus. Egal, wir bringen die Codex-Seiten auf jeden Fall nochmal zurück. Die Federn geben wir bei Mutter ab, die zwei, die wir gefunden haben. Claudia einen Besuch abstatten. Ach nee, wir sind Claudia einen Besuch abstatten. Okay. Deswegen müssen wir nochmal zur Villa zurück. Deswegen, ich wundere mich schon gerade, warum sollen wir die Codex-Seiten hinbringen, wenn die noch gar nicht entschlüsselt sind. Claudia sollen wir nochmal einen Besuch abstatten. Das ist, passt sehr gut, weil wir wollen Mutter ja auch noch die Federn geben und Tschüss sagen, logischerweise. Mit Pferd komme ich da nicht rein, okay. Gut zu wissen, dass wir hier nicht mit Pferd reinkommen. Hier in der Stadt von unseren Leuten. Haben wir hier jetzt neue Waffen oder so freigeschalten? Nee. Also wie gesagt, das altsyrische Schwert lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Nur einen Schutz besser und dafür soll ich 2000 Flori ausgeben? Nee. So, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal hoch zu Mutter und Schwester. Und reden mit denen nochmal. Erstmal Federtruhe. Erstmal genau. Kiste nehmen und die Federn hineinlegen. Das wird Mutter doch freuen. So, wo ist Claudia? Ach, Claudia ist unten. Okay. Ja, werden an der Wand auf entschlüsselte Seiten, aber wir haben noch keine entschlüsselten Seiten. So. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Ja, liebe Freunde, das ist auch noch ein Teil von Assassin's Creed 2 quasi. Wir können jetzt hier den Wert von Monte Regioni sehen. Da seht ihr es, wir kriegen 177 Flori alle 20 Minuten. Vollendung quasi 0,1%. Wir können hier, ja, renovieren, wir können alles Mögliche machen, wir können Sachen kaufen. Dass wir es einfach attraktiver machen für Leute. Und das ist die Truhe. Hier könnten wir jetzt Geld nehmen. Wir haben nur kein Geld hier in der Truhe. Und ja, wir müssen das halt alles wieder aufbauen. Wie wir das machen, werdet ihr gleich sehen. Truhe mit Einnahmen. Claudia verwahrt die Einnahmen, ja, blablabla. Was ist er hier? Buongiorno. Architekt. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen... Nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Jo. Also, da sehen wir es. Kunsthändler, Bank, Schmied, Arzt, Schneider, Bordell... Erneuert. Wir können, da sehen wir die Preise, 3000 Flori, 4000 Flori, das ist natürlich sehr viel. Ja, das ist wirklich sehr viel.
Da sehen wir haben schon einen Schmied und einen Arzt in der Stadt. 5% Rabatt haben wir schon, aber 3000 und 7000 und eine Bank 1500, ein Kunsthändler. Wir haben oben unsere Flori-Anzeige, wir haben 7705. Und ich würde mal sagen, wir können doch mal, komm, wir können mal eine Bank noch hier bauen. Ja, ja. Soll renoviert werden, Gebäude renoviert, Bank und einen Kunsthändler können wir renovieren. Ich glaube, so viel Geld haben wir mal über. Gebäude renoviert, Kunsthändler. So, wir kriegen wie gesagt Rabatt in den Städten. Und ja, das passt doch, oder? Ach, guck mal, hier einen Schneider machen wir auch noch, komm, weil wir es können. So, haben wir noch einen Schneider hier. Die anderen Sachen machen wir noch nicht, weil das ist sehr, sehr teuer. Das werden wir tun, wenn wir noch ordentlich Geld haben. Ja, Bon Viaggio. Hab ich gerne gemacht. Und der Wert ist schon mal um 7750 gestiegen. Ist doch eine Ansage, oder? Also, wir können so die Stadt quasi renovieren, klar. Ja, wir sehen es nicht wirklich, aber ja. Das passt doch schon, oder? Das ist ja unsere Aufgabe. Mit Mario sollen wir jetzt nochmal sprechen, bevor wir nach Florenz reisen. Also, das gehört auch zu Assassin's Creed 2, zu irgendwie so, ja, so ähnlich ein bisschen Bausimulator, Wirtschaftssimulator. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Okay. Tu das, Onkel. Geheim. Weg, Geheimgang. Aha. Jetzt geht's los. Was sollst du uns denn zeigen, Onkel? Also wir kriegen jetzt hier sehr, sehr viel gesagt bekommen, Tutorial-mäßig, was das Spiel noch so zu bieten hat für Abwechslung. Und das war damals natürlich der Hit, weil in Assassin's Creed 1, wie gesagt, war nicht viel Abwechslung dabei. Und jetzt so viel Abwechslung zu haben, ist natürlich sehr, sehr nice. Und was ist das, Onkel? Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Okay, Rebecca. Und das ist doch auch nochmal eine Ansage, oder? Das ist doch ein Ziel. Ezios Rüstung zu haben, oder? Auf diesem Podest steht die Statue von Kualan Gal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat er Genghis Khans Pferd erschossen. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Ja, liebe Freunde, das sind hier Statuen von ehemaligen Assassinen. Und wir müssen diese sechs Gräber finden, die Schätze hier einsetzen und dann kommen wir an Ezios Rüstung und an Altairs Rüstung. Und das ist ein Ziel, was wir auf jeden Fall auch haben. Und das werden wir auch tun. Wir werden diese sechs Gräber suchen, wir werden diese sechs Gräber finden und wir werden Altairs Rüstung zu uns nehmen. Cooles Ziel, oder? Also es gibt hier viele verschiedene Sachen, die Codex-Seiten, die Stadt aufbauen. Oh, es gibt so viel zu tun hier. Es gibt so verdammt viel zu tun. Und wir werden mal die Schnellreisestation gleich mal versuchen auszuprobieren, wie die funktioniert. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Also es wird auf jeden Fall länger gehen als Assassin's Creed 1. Aber ist auch gut so. Wie gesagt, damals war es der absolute Hit, wo noch so mehr Sachen dazugekommen sind, die man tun kann. Die Stadt aufbauen, verschönern. Die Villa auffrischen. Und da sehen wir auch schon, dass die Läden schon mal hier sind. Haben die jetzt schon vielleicht neue Sachen? Aber den brauchen wir nicht. Rüstung. Guck mal, gibt es tatsächlich neue Sachen. Neue Stiefel und neuer Schutz. Oh, hier gibt es jetzt auch einen Streithammer des Söldners. Den gab es. Totschläger gibt es jetzt hier. Eieiei. Altsyrisches Schwert aber immer noch. Ein Stilet.
Schutz minus 2, aber dafür Tempo plus 2 und Schaden plus 1. Ich glaube, wir bleiben aber erstmal beim Messer. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht. Das dachte ich mir. Ja, dann haben wir hier den... was? Ist, glaube ich, der Schneider, ne? Ja, müsste der Schneider sein. Der kann uns hier, wie gesagt, Beutel geben. Wir haben jetzt schon Rabatt, vorher hat er 3000 Flori gekostet. Kleider färben. Ah, Assassin Weiß haben wir schon. Wollen wir mal Kleider färben? Wir bleiben erst nochmal bei klassisch Weiß. Und das ist der Kunsthändler. Und der hat Gemälde. Gemälde, wo ich nicht ganz so weiß, was man mit denen nochmal tun konnte. Batista. Batista mit Doppel-T. Schatzkarten gibt es aber hier. Monteriggioni, die Schatzkarte kaufen wir uns auch mal, oder? Grazie, molto grazie. Jetzt werden uns nämlich... Ja. Ach, wir können in der Villa Auditore diese Kunstdinger kaufen. Jetzt werden uns nämlich alle Schätze hier angezeigt. Seht ihr es in der Karte unten? Achso, der Schatz ist jetzt nicht hier, aber hier alle Schätze werden uns jetzt angezeigt. Alle kleinen Schätze. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, ich glaube, wir sollten mit dem Geld klarkommen, aber wenn wir hier nochmal wieder sind in Monteriggioni, können wir ja mal ein bisschen ein paar Schätze sammeln. Und hier ist die Schnellreisestation, oder was? Einkaufen möchte ich nicht. Achso, das kostet 100 Flori. Ja, dann reisen wir mal zu Leonardos Werkstatt, weil wir haben ja noch 7 Codex-Seiten und wir müssen ja eh nach Florenz. Von daher, ab zu Leonardo, unserem Freund. Und für 100 Flori kann man, glaube ich, auch nicht meckern. Und da baut sich wieder unsere Heimat auf. Republik Florenz, 1478. 2 Jahre sind vergangen. Nachdem unser Vater und unsere beiden Brüder gehängt wurden. Aber Florenz ist schöner denn je. Ach, Florenz sieht so schön aus. Und wir sind hier bei Leonardo. Und genau da müssen wir auch hin. Lol. Ja, Aussichtspunkte. Was die mittlerweile machen, kennen wir, glaube ich. Leonardo, ich bin zurück. Ich weiß, ich war lange nicht da, aber hallo. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. 7 habe ich noch gefunden. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Natürlich. Voll in seinem Element. Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Okay. Worten Taten folgen lassen. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Oh yeah. Die Attentatstechniken im Hof üben. Okay, 7 Codex-Seiten entschlüsselt. Versteckte Klinge aktualisiert. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Ja, Leute, wir können bei Assassin's Creed 2 jetzt auch aus dem Versteck ein Attentat vollüben. Wenn eine Wache vor dem Dings steht, vor dem, ja, Versteck, wie wir es hier sehen, können wir jetzt Attentat benutzen, töten und sie verschwinden lassen. Oder wenn die da vorbeilaufen, wie wir es hier gerade sehen unten in der Dings. So, als auffälliges und unauffälliges dann ein... Oh, endlich... Freunde, jetzt schaut es euch an. Wir klettern da hoch, endlich. Ich habe von Assassin's Creed 1 schon drüber gesprochen. Luftattentat. Wir visieren das Ziel an und begehen das Luftattentat. Und tot wäre damit der Gegner.
Ach, wie sehr ich es mir schon in Assassin's Creed 1 das ein oder andere Mal gewünscht hätte, ne? Sehr, sehr schön. Jetzt klettern wir hier hoch. Es gibt nämlich noch ein Attentat. Und zwar ist das das Attentat vom Vorsprung. Hängen wir an einem Vorsprung, so wie hier? Oder wie auch in Assassin's Creed 1 öfter? Können wir jetzt Attentat benutzen. Zack, Klinge in den Hals und runterfallen lassen. Ist natürlich auffälliger, aber das sind noch drei weitere Attentate, die dazukommen. Attentatshilfen. Und das ist doch nice, oder? Das ist doch mega nice. Wie sehr ich mir das Luftattentat schon gewünscht hätte bei Assassin's Creed 1. Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Okay, was haben wir bekommen? Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Natürlich, Leonardo. Erreichen Sie Aussichtspunkte, um Standorte der Codex-Seiten auf der Karte zu erhöhen. Nachdem alle Codex-Seiten gesammelt wurden, werden die letzten Erinnerungen freigeschaltet. Wurden Taten folgen lassen. Yes! Wir haben jetzt auch mehr Attentate, die wir vollziehen können. La Volpe, wissen wir jetzt, heißt der Fuchs. Auf Italienisch. Das ist schön. Wir müssen jetzt hier da zu dieser Anstalt anscheinend, wo die Diebe sind. Aber erstmal nehmen wir natürlich den Aussichtspunkt mit, denn wir wollen so viele Codex-Seiten wie möglich zusammen. Nämlich haben wir jetzt eine Panzerplatte mit versteckter Klinge. Und wir haben große Änderung zu Assassin's Creed 1. Die doppelte versteckte Klinge, Leute. Schaut euch das an. Wir haben links und rechts jeweils eine versteckte Klinge. Und somit können wir auch zwei Wachen theoretisch auf einmal töten. Das geht. Wenn wir jetzt hier im Inventar gucken. Und das sind halt Sachen, die uns Leonardo bringen kann. Er kann uns auch Waffen aus diesen Codex-Seiten bringen. Doppelklinge. Oh, das ist so nice. So verdammt nice. Und das war auch noch nicht alles, was wir in Assassin's Creed 2 noch finden können. Ihr habt es gerade gesehen. Es gibt neben Wurfmesser und Medizinbeute noch weitere Sachen. Aber da kommen wir auch erst später zu. Aber deswegen sind diese Codex-Seiten so verdammt wichtig. Wir klettern jetzt erstmal hier hoch, nehmen den einen Aussichtspunkt hier mit. Und deswegen werden wir auch viel Zeit verbringen, die Codex-Seiten zu sammeln. Und das ist ein angenehmer Aussichtspunkt. Synchro! Ach, Florenz in seiner Schönheit. Schöne Stadt. Karte aktualisiert. Haben wir hier in der Nähe eine Codex-Seite? Nope. Aber unzählige Aussichtspunkte. Gut. Die nehmen wir ja natürlich jetzt nicht alle mit, sondern gehen jetzt erstmal zu unserem Ziel, was auf der Karte markiert ist. Mercato Vecchio. Ja, ja, geh mir hier auf den Sack, Typ. Geh mir nicht auf den Sack da. So. Da, wo die Diebe hausen. Gibt's jetzt Ärger? Schauen wir mal. Fuchsjagd. La Volpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Okay, wir müssen ihn erstmal aufspüren. Okay. Okay. Das machen wir doch hier mit unserem Adlerauge, oder? So, wo ist er denn, der Fuchs? Da sehen wir die Wachen, sehen wir neutrale Leute. Wir haben gesehen, das Ziel beim Adlerauge war meist immer golden. Ist er der Fuchs? Hallo, hallo, Moment. Ist er der Fuchs? Nein, er ist nicht der Fuchs. Ich glaube, wir sollten mal etwas höher gelegen gehen. Weil dann können wir den Fuchs besser erkennen. Hoffe ich doch. Okay, was haben wir hier? Haben wir hier noch eine Fahne oder was? Ah nein, hier haben wir ein weiteres Subjekt 16. Okay. Eine weitere Glyphe. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? Okay. Verbund 60 Quadrate. Datei freigegeben. Okay. Oh Gott, damit hatte ich schon bei L.A. Noire keine gute Erfahrung gemacht. Mit so einem Kreisrätsel. Göttlich L.A. Noire, aber ne? Aber das ist irgendwie nicht so schwer. Zumindest schaut es nicht so schwer aus. Oh, falsch rum. Ich glaube, wir haben die Dame falsch rum, ne?
Königin, scheint es so. Sieht ein bisschen aus wie die Queen, ne? So. Aber das ist easy. Das ist easy. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Controller hat sich gerade verabschiedet. Ich konnte gerade nichts weitermachen. ID, Innensplitter 2, Apfel. Okay, Königin Elisabeth I. von England, 1559. Okay. Und jetzt geht's hier noch weiter. Zur Hölle. Was geht hier ab? Ey, das mit Subjekt 16, wie gesagt, ich hab's nie verfolgt, wirklich. Aber das ist doch hier sehr strange alles. ID, Innensplitter 1, Apfel. Kaiser Napoleon I. von Frankreich, 1812. Wie viele denn noch? Das ist gar nicht so leicht. Warte mal, den drehen wir hoch. Das ist recht easy. Das auch. Das müsste so passen. Und das passt so. Jetzt müssen wir nur den Kopf richtig hinbringen. Und der passt so. ID, Innensplitter 3, Apfel. George Washington, Vereinigte Staaten, 1781. Okay. Passcode gefunden. Drücken, um Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Läuft. Die Wahrheit. Zwei Sachen schon gefunden. Nice. Egal. Interessiert mich nicht so wirklich. Ziel lokalisiert. Da ist er. Der Fuchs. La Volpe. Hola. Hat er mich beklaut? Was? Meine Börse. Oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. So, verfolgte Person können wir auch rammen, du Ladies and Gentlemen. Einen großen Fehler, mein Freund. Natürlich wollen wir den genug rammen. Davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? Warum sollte ich aufgeben? Gib zurück, was du gestohlen hast. Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Als wenn ich so einen kleinen Taschendieb ich sag dir, nicht ich überlegen mach dich fertig, sei. Wenn ich dich kriege. Und wo bleibt da der Spaß? Alter, können wir den jetzt mal einfangen hier? Können wir den jetzt mal einfangen? Hallo? Jetzt habe ich ihn doch gerammt, Mann. Wie funktioniert denn das nicht? Verstehe ich gerade nicht, warum das nicht funktioniert. Bam! Jetzt geht's, da kommt der Spear. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder... Tagliagole, Dieb, aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Okay, Fuchsjagd ist damit besiegelt, haben wir gepackt. Wir nehmen jetzt hier den Aussichtspunkt noch mit und dann werden wir mal schauen, ob wir dann Francesco einen Besuch heute Abend bei Sonnenuntergang abstatten können mit La Volpe. Aber erstmal synchronisieren wir hier ein letztes Mal noch in dem Part.
Und dann passt das auch. So, Karte ist nochmal aktualisiert. Haben wir hier irgendwie eine Codex-Seite in der Nähe? Nope, aber die Aussichtspunkte nehmen wir, glaube ich, im nächsten Part hier noch mit. Die drei zumindest, gleich am Anfang des Parts. Und dann gehen wir zu La Volpe, oder? Hört sich noch ein guter Plan an. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, Freunde, und ciao.